Beim Absturz eines Leichtflugzeugs in Hessen sind beide Insassen ums Leben gekommen. Beide waren sehr erfahrene Piloten, deswegen ist es für die Hinterbliebenen und auch die ermittelnden Behörden bisher völlig unklar, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Erst nach Stunden können die Einsatzkräfte das Leichtflugzeug mit einem Kran aus der Böschung heben. Ihnen bietet sich ein grauenvolles Bild. Noch immer befinden sich die beiden Insassen in der Maschine. Sie sind durch den Aufprall offenbar sofort ums Leben gekommen. Die Männer im Alter von 53 und 67 Jahren galten als sehr erfahren. Einen Pilotenfehler schließt der Vorsitzende des nahegelegenen Flugvereins als Ursache für den Absturz deshalb aus. Ich kannte diese beiden persönlich und es fällt mir sehr schwer, hier was zu sagen, wie Sie merken. Die einzige Aussage, die ich treffen kann, ist das, was ich sehe. Ich will keine Mutmaßung aufkommen lassen. Es kann sich nur um ein technisches Problem gehandelt haben. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Jedes Vereinsmitglied wirft eine Lücke, wenn er verloren geht. Solche Unfälle sind Katastrophen für uns, für jeden Verein. Wie es zu dem verhängnisvollen Absturz kommen konnte, ist noch völlig unklar. Die Maschine stürzte direkt neben einer vielbefahrenen Landstraße in Bäume. Möglicherweise befand sie sich im Landeanflug auf den Flugplatz im hessischen Gelnhausen ganz in der Nähe. In geringer Entfernung verläuft auch eine Bahnstrecke. Glücklicherweise ist es nur in Anführungsstrichen in der Böschung gelandet. Vielleicht wäre da noch Schlimmeres passiert, dass Verkehrsteilnehmer entsprechend da verwickelt worden wären oder die Bahn, die auch unmittelbar hier in der Nähe verläuft. Die Unfallstelle wird zunächst großräumig abgesperrt. Das Flugzeug muss erst gesichert werden, bevor die eigentliche Bergung beginnen kann. In diesem Flugzeug sind sogenannte Sprengkapseln verbaut. Die sind nötig, um im Falle eines Absturzes den Rettungsfallschirm zu aktivieren. Und da diese jetzt augenscheinlich noch nicht ausgelöst haben, müssen diese erst kontrolliert durch Entschärfer vom Landeskriminalamt gesprengt werden. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung versuchen jetzt, die Unfallursache zu ermitteln.